So, hi und herzlich willkommen zu dem neuen Video bzw. neuen Vlog. Es ist jetzt schon spät abends, ich glaube ungefähr so 20 vor 12. Und ich habe ja noch gar nicht gevloggt, von dem her kommt das jetzt halt einfach so ein Update, was ich heute gemacht habe. Ich bin viel zu spät aufgestanden, ich habe gefrühstückt und erstmal so ein bisschen gegammelt, einfach um wach zu werden. Und danach habe ich mich eigentlich nur hingesetzt und habe die ganze Zeit gelernt, also. Ich habe jetzt halt schon sehr, sehr lange einfach aufgeschoben, dass ich jetzt halt irgendwie die Sprachen, die ich beherrsche, verbessere oder dass ich neue anfange. Und ja, das habe ich heute halt angefangen und mir wird erst jetzt wirklich bewusst, wie anstrengend das ist, einfach diese eine Sprache zu lernen. Ist echt, ich habe da nicht wirklich so einen Zusammenhang bei manchen Dingen. Das muss ich erst irgendwie hinbekommen und. Es ist einfach wie so eine komplett neue Welt, aber ich habe jetzt schon so ein paar Dinge herausgefunden und hinbekommen und ja, das hat mich jetzt sehr, sehr glücklich gemacht. Morgen habe ich hier Homeschooling und da möchte ich definitiv entweder in der Zwischenzeit oder danach möchte ich mich dann nochmal hinsetzen und das weitermachen. Wie man unschwer erkennen kann, ich mache mich gerade fertig einfach. Hab gerade Homeschooling und ja, es passiert gerade nicht wirklich was Spannendes, deswegen kann ich das jetzt schnell machen. Ja, mein Plan ist es jetzt, Homeschooling zu machen und währenddessen hier schon ein paar Dinge zusammenzuschreiben, weil mir aufgefallen ist, dass ja der erste Teil der Prüfung halt langsam immer näher rückt und damit ich dann halt nicht den ganzen Stress irgendwann habe, schreibe ich mir halt jetzt halt schon mal die Formeln ein bisschen zusammen und versuche sie mir in meinen Kopf einfach durchzugehen und erst recht, da jetzt halt wahrscheinlich wir nächste Woche wieder in den Unterricht können und demnächst dann auch wieder Schulaufgaben schreiben. Versuche ich mich ein bisschen ranzusetzen, um mir auch zu merken, was wir im Unterricht machen. Auch wenn ich gute Noten habe, aber ich habe eigentlich gar keinen Plan, was wir machen. Lay, würden Sie bitte erklären, was Sie hier machen? Hallo? Bitte erklären Sie, was Sie hier gerade tun. Nehmen Sie schon wieder meinen Stift zum Spielen? Könnte ich bitte eine Antwort haben? Wieso verweigern Sie eine Aussage? Können Sie mir bitte direkt ins Gesicht schauen? Nein. Sie wollen Ihre Tat also nicht zugeben. Sie möchten es weiterhin verschleiern und keine Aussage treffen und tun es schon wieder. Herr Lay, würden Sie mich bitte anschauen? Würden Sie mich bitte angucken? Nein, so geht das auch nicht. Oh nein! So, ich bin gerade dabei, mein Zimmer aufzuräumen. Ich habe ja gestern noch ein kleines Paket bekommen. Das war ein. Ich mache kurz Pause. Ich bin gerade dabei, mein Zimmer ein bisschen aufzuräumen. Ich habe gestern noch ein Paket von einer Bestellung bekommen. Das war ein kleines Teil, das habe ich gerade abgefilmt, was das ist. Und räume jetzt halt gerade auf. Ansonsten habe ich jetzt halt eigentlich nur noch geplant, meinen Katzen was zu essen zu machen. Mir mal was zu essen zu machen. Und dann eigentlich nur noch den Vlog schneiden. Und mich wieder an die Vokabeln und sowas zu setzen. Also ich muss sagen, ich habe mich gestern da wirklich gerne rangesetzt. Aber als mir irgendwann so bewusst geworden ist, so das kann doch nicht alles bei der einen Sprache da irgendwie ein Vokabeln sein, habe ich ein bisschen nachgeschaut und habe dann versucht, auch ein passendes zu finden. Und oh mein Gott, ich bin einfach kurzzeitig so demotiviert. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach noch viel zu viel von Vokabeln. Und das ist ja nicht wirklich so ein A oder ein E oder was weiß ich, ein G. Es sind Zeichen. Es sind Zeichen, die du dir merken musst. Und alles wird ein bisschen anders da gemacht. Und manchmal gibt es fast gar keine Unterschiede, das sich dann irgendwie zu merken. Aber naja, ich habe gesagt, dass ich das machen möchte. Und das ist jetzt erstmal der Anfang. Ich glaube, wenn ich das so in mir habe und ein bisschen vorangekommen bin, dass es gar nicht mal so schwer ist. Hoffe ich mal. Ansonsten, ich habe jetzt schon ein bisschen so vorausgeplant, währenddessen ich Homeschooling hatte, weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich kriege Sprechverbot, weil ich anscheinend immer die Antworten versage oder die anderen fast gar nicht drankommen. Ja, habe ich halt die Zeit genutzt, um ein bisschen was zu recherchieren und alles und mache mir halt allgemein immer so verschiedene Zukunftspläne. Wenn das dann nicht klappt, wenn mir das noch nicht gefallen sollte, sollte irgendwas dazwischen kommen. So ungefähr mache ich das dann immer. Und ja, ich habe mir jetzt halt noch einen anderen Plan überlegt, wo das dann mit den Sprachen sehr gut zusammenpassen würde.
sollte alles andere nicht funktionieren, das ich gerne möchte. Also das wäre natürlich auch etwas, das ich möchte, sonst würde ich es nicht machen. Aber das wäre dann so Plan C oder D, ich weiß es noch nicht. Ja. Dann mache ich mich mal daran, mein Zimmer fertig zu machen. Ich schmink mich ab, weil ich keine Lust mehr habe, das Make-up zu tragen. Mach mir was zu essen. So, meine lieben Leute. Ich habe einfach gar keinen Bock. Ich will das Video nicht schneiden. Ich will mich gerade an keine Arbeit machen. Ich will mich an nichts machen. Ich bin froh, dass ich vorher meinen Rucksack gepackt habe für die Arbeit morgen. Mein Schlafrhythmus ist so dermaßen am Arsch. Anders kann ich das nicht mehr sagen. Ich würde am liebsten eigentlich noch so viel machen. Ich hätte auch noch voll viel Energie dafür. Das Problem ist einfach nur, ich weiß, dass wenn ich jetzt mich dann nicht so langsam vorbereite, dass ich dann ins Bett gehe und dann versuche zu schlafen und alles, dass ich morgen komplett fertig sein werde. Ich muss ja sehr, sehr früh aufstehen, weil ich mich um meine Katzen kümmern muss. Ich muss für mich fertig machen. Ich muss mein Zeug fertig packen, weil ich das erste Mal in der Früh mache, weil Arbeitsklamotten oder sowas sind dann immer so zerknittert und das mag ich nicht. Und ich will mich selber ja auch noch herrichten. Außerdem läuft bei mir immer irgendwas in der Früh schief. Es gibt keinen Tag, wo irgendwas normal läuft. Von dem her, ich werde morgen komplett kaputt sein. Das weiß ich. Aber egal. Ich mache mich jetzt ins Video schneiden. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich fertig gemacht für die Arbeit. Es ist alles gepackt, bis auf meine Arbeitsklamotten, die Maske. Ich muss gerade überlegen, ob ich sonst noch irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht, ich werde davor jetzt dann nochmal das Katzenklo sauber machen und ja, dann geht's für mich zur Arbeit. Ach ja. Ich habe gerade vorhin meine Katze erwischt, wie sie eine Traube ist. Falls ihr es nicht wisst, Trauben sind giftig für Katzen. Jetzt habe ich eine Arbeitskollegin gefragt, ob sie weiß, in welchem Verhältnis vielleicht das, wenn sie nur so ein bisschen umgeknabbert hat und abgeschleckt hat, dass es vielleicht gar nicht so schädlich ist. Ich hoffe, sie sagt ja, dass es in Ordnung ist, dass es jetzt nicht so schlimm ist und dass man halt einfach nur auf die Katze achten soll, wenn ich dann dafür zum Tierarzt. So, ich bin jetzt halt wieder daheim. Kleines Update wegen den Weintrauben, den beiden geht's gut. Ich habe auch noch mit einer Kollegin von mir geredet und sie hat halt gemeint, sobald es nicht jetzt eine ganze wäre oder sowas, die ihr gegessen hat, ist alles noch in Ordnung. Naja, bei der Hälfte sollte man schon ein bisschen aufpassen, da sollte man vielleicht einfach zur Sicherheit beim Tierarzt nochmal nachchecken lassen. Aber so leicht anknabbern oder sowas ist jetzt halt nicht dramatisch. Dem Kleinen geht's gut. So an sich dürfte jetzt nicht wirklich viel passieren, beziehungsweise es dürfte eigentlich gar keinen Effekt haben jetzt. Halt. Ich mache jetzt halt noch das Essen für meine kleinen Kätzchen. Toilette habe ich sauber gemacht. Mein Zimmer habe ich jetzt halt auch nochmal zusammengekehrt. Die beiden randalieren. Später werde ich mich dann nochmal hinsetzen und mich nochmal in meinen Vokabeln setzen und das lernen und dann alles für morgen vorbereiten und eventuell noch ein paar Videos schauen oder Netflix. Meine Lieben, ich bin daheim, ich war in der Arbeit, bin jetzt nach Hause gekommen und mir ist aufgefallen, ich kann gar nicht mein Paket abholen. Ich bin dann noch in der Arbeit. Ich dachte mir so, boah, ja, du denkst heute daran, du gehst sofort nach Hause und holst dann dieses Paket. Geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich muss warten, bis es Samstag ist. Oder einfach morgen früh aufstehen und dann dorthin gehen, mein Paket holen, nach Hause bringen und dann zur Arbeit. Ich habe auf beides eigentlich gar keine Lust. Ja, jetzt stehen dann halt nur noch so ein paar Sachen an, wie zum Beispiel Sprachen lernen, mich um meine Kätzchen kümmern, duschen. Und halt ein bisschen hier sauber machen und so ein paar Kleinigkeiten. Video zum Beispiel muss ich auch noch fertig schneiden. Es wird heute ein bisschen später online kommen. Und ja, mal sehen, wann ich dann fertig bin mit den Ganzen. So, es hätte jetzt halt eigentlich ein Vlog online kommen sollen. Eigentlich schon vor, ja, fast 3 Stunden. Es hat einfach nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Irgendwie zu exportieren. Ich habe es jetzt 3 oder 4 Mal versucht.
Aber es will nicht. Und derzeit habe ich auch keinen Bock mehr. Das heißt, ich werde es morgen einfach nochmal probieren. In der Hoffnung, dass es funktioniert. So, guten Morgen. Ich sehe auch so hinterher, ich bin jetzt fast bei der Arbeit. Ich habe vergessen, mein Paket abzuholen. Wenn es warm ist mittags, werde ich schnell zu der Postfiliale hinfahren und ein Paket holen. Ich bin nicht schwer gereizt, da war echt eine Dame, die hat dann irgendwie gemeint, sie müsste den ganzen Fahrradweg blockieren. Ich war jetzt heute nicht mein Paket abholen, einfach weil ich keine Lust hatte, da Sammy nach Hause gegangen ist, dass ihr richtig dreckig ging und ich einfach wusste, irgendwann, wenn ich jetzt abgehe und so viel Energie verbrauche, einfach nur dorthin zu fahren, nach Hause zu bringen, dann wieder zur Arbeit zu fahren und alles. Ich hatte mir das Gefühl, dass heute irgendwas kommen wird und mir meine Energie extrem rauben wird. Ja, ich habe recht behalten. Ich habe ganz normal Kunden bedient und alles. Es war nicht wirklich viel los, aber halt jetzt auch nicht so wenig. Und ja, dann habe ich meinen Einkauf für meine Kassen gemacht. Ich habe 18 Dosen von einer Marke, dann nochmal 4 Dosen von einer anderen Marke. Und dann nochmal 2 kleine Dosen von der einen Marke. Dann noch 2 Katzenspielzeuge. Und ein Katzenstreu, das gute 14 Kilo wiegt. Und das habe ich nach Hause getragen. In dem Rucksack sind all die Dosen drin. Und ich hatte ja so auch noch Zeug. Und hinten steht gerade dieser 14 Kilo schwere Katzenstreu. Ich muss sagen, ich hatte einfach echt keinen Bock mehr. Mir tun meine Arme so weh. Ich muss gerade abstützen. Und sterbe ich. Ja, das habe ich die ganze Zeit jetzt auf mein Fahrrad geschoben. Und wer glaubt, dass man damit fahren kann auf einer Seite? Nö. Das kannst du auch nicht hinten drauf behalten. Das kannst du auch nirgends drauf tun oder sowas, weil das einfach runterfliegt oder durchbricht oder sonst irgendwas. Und ich habe es geschafft. Ungefähr die Hälfte meines Weges auf dem Lenkrad das zu haben. Dann dachte sich das Ding, nö, ich reiß jetzt halt durch. Okay, kein Problem, du hast es hinten auf dem Fahrrad drauf. Dann genau als ich daheim angekommen bin und das Ding aufgemacht habe, dass ich meinen Katzensteuer rausholen kann, dann ist das Ding durchgebrochen. Das heißt, das hält jetzt halt einfach nichts mehr fest. Das Katzensteuer ist mir auf den Boden gefallen und sehr, sehr viel ist ausgelaufen. Ich habe einen Anfall bekommen. Es gleich, ich konnte beim Henkel nicht mehr hochheben. Es war in der Mitte aufgebrochen und es ist immer wieder was rausgeflossen. Ich hatte keinen Nerv mehr. Und mir hat halt einfach meine ganze Schulter wehgetan, meine Arme haben mir wehgetan. Von dem ganz gerade halten und wirklich dagegen lenken, dass das nicht irgendwie einknickt oder sowas. Nee, ich kann nicht mehr. Meine Arme sind einfach nur Spaghetto. Habe ich ja gelernt, dass es die Einzahl von Spaghetti ist. Ich will einfach nicht mehr. Ja, jetzt habe ich eigentlich nur gegessen, meinen Katzenmus zu essen gemacht. Und muss noch die Tasche ausräumen und noch so ein paar Dinge erledigen. Und ich muss sagen, ich habe keinen Bock. Ich bin echt zu müde gerade. Guten Morgen. Ich habe gestern ein bisschen was gemacht. Nicht viel. Und ich bin müde. Meine Lieben, ich glaube nicht, dass ich es erzählt habe, aber ich konnte das Video am Donnerstag nicht hochladen, weil, keine Ahnung, das Ding irgendwie spinnt und das nicht mal exportiert lassen hat. Und jetzt bin ich gerade wieder dabei, das zu machen und hoffe, dass es gerade klappt. Aber ich weiß nicht, das Ding bricht einfach jedes Mal ab. Und es raubt mir gerade den letzten Nerv, weil das halt viele kleine Stücke sind, aber die halt auch noch angepasst werden mussten, weil ich einfach kurz mal irgendwie gestoppt habe und nichts gesagt habe oder sonst irgendwas. Und keine Ahnung, was ich jetzt halt noch machen soll. Es hängt halt einfach und es ladet immer bis zum bestimmten Teil und dann bricht es einfach ab. Und ich will einfach nicht mehr. Und eigentlich wollte ich ja wieder so regelmäßig anfangen und halt auch immer so einen bestimmten Tag haben, dass halt der Algorithmus das dann auch drinnen hat. Und das kann ich jetzt halt nicht. Weil Computer sagt nein. So, und jetzt halt noch zu ein bisschen was anderem. Ich habe jetzt halt das letzte Paket für das Shin-Video geholt und werde dafür dann noch die Überweisung machen. Und ich habe hier gerade einen kleinen Spickzettel, deswegen, genau, das werde ich dann probieren, filmen und dann halt
auch noch Rücksende bereit machen für die Sachen, die ich jetzt halt nicht behalten möchte. Das Video versuche ich gerade hochzuladen, beziehungsweise erstmal zu exportieren, wenn das überhaupt mal klappt. Dann hatte ich ja noch vor, ein paar Model-Shooting-Dinger da auszumachen. Und ja, da muss ich mir noch wo anmelden und mal schauen, was da jetzt gerade so ist. Ich weiß, dass nie ein bisschen was geschrieben worden ist, aber was da gerade rauskam oder sowas, weiß ich nicht. Was mich auch stört, ist, dass dank Corona mir viele Möglichkeiten gerade weggegangen sind, irgendwas zu machen. Letztes Jahr wäre eigentlich sehr, sehr viel geplant. Deswegen habe ich auch damit angefangen, dann YouTube zu machen. Aber es ist halt alles in den See gefallen. Es ist kein Bach mehr, es ist kein Fluss, es ist ein See. Ein See voller Traurigkeit von Dingen, die nicht geklappt haben. Deswegen. Genau, und dann halt eigentlich nur noch meine Sprache ein bisschen verbessern, mit den Katzen spielen. Ein kleines Workout zu machen und vielleicht dann noch ein bisschen was bei Netflix anzuschauen. Ich habe immer noch keine neue Serie begonnen. So, das Paket ist fertig gepackt. Es kann nun zurück. Manche Dinge konnte ich leider nicht zurückschicken, was mich ein bisschen genervt hat. Aber mein Gott. Ganz ehrlich, dann verkaufe ich das oder dann tue ich das irgendwann Freundin her schenken oder sowas. Ich bin froh, dass ich das jetzt hinter mir habe. Das Video wird dazu auch noch online kommen. Genau, ich habe jetzt auch die Überweisung gemacht. Ich habe das Video dazu gedreht. Das muss ich demnächst dann schneiden. Das eine hat jetzt endlich angefangen, sich zu exportieren. Das heißt, das ist jetzt auf meinem Laptop. Das werde ich jetzt dann noch auf YouTube hochladen, dass es dann so schnell wie möglich online geht. Und ja, werde ich eigentlich nur noch schauen, dass ich das mit den Shootings vielleicht nochmal klären kann, ob das irgendwie noch anders dann möglich ist, um mich dann an die Sprachen zu setzen. Und mich währenddessen dann irgendwann mal abschminken. Und meine Katzen was zu essen machen. Das muss ich jetzt dann machen. Ja, ich sollte mal langsam vorbereiten. So, hallo, erstmal von einer anderen Perspektive. Ich habe meinen Kaffee, mein Tee steht neben mir. Genauso wie mein Terminplaner und mein Laptop. Denn ich bin gerade dabei, Videos zu schneiden. Sowohl den Vlog, der jetzt gerade zustande kommt, als auch die Schienenvideos, wo ich definitiv dann aufhören werde zu stellen für die erste Zeit. Denn das ist definitiv zu viel. Und falls ihr euch gefragt habt, warum Rose eigentlich nie irgendwas hochladet, es liegt einfach daran, es geht ihr derzeit gerade nicht wirklich gut. Sie sollte erstmal die anderen Dinge bewältigen. Die haben definitiv mehr Priorität als das hier. Und wenn das dann alles mal vorüber ist und hoffentlich auch im Guten, wird sie dann hier nochmal zurückkommen. So, was sind bei mir jetzt die Aufgaben? Die Videos schneiden auf jeden Fall. Ich muss noch die Vokabeln lernen, denn zuletzt habe ich das Montag gemacht. Das ist eigentlich eine ziemliche Schande. Und wenn es gut läuft, dann werde ich noch mein Berichtsheft machen und dann auch noch ein bisschen entspannen. Ich habe jetzt den ersten Teil für die neue Sprache gemacht, nämlich das ganze Vokabular. Habe ich jetzt erstmal aufgeschrieben und ich muss sagen, es ist unheimlich viel. Ich habe zum Teil das schon im Kopf. Ich habe schon ein bisschen ausprobiert, ob ich das halt umschreiben kann, so dass es für uns auch lesbar ist. Und ich muss sagen, es ist einfach Kleinstarbeit. Man muss auf ein minimales Zeichen achten, auf einen minimalen Strich oder sowas. Oder das einfach nur falsch setzen. Das bedeutet einfach mal was ganz anderes. Ja. So viel dazu, ne? Aber ich habe jetzt damit angefangen. Ich verstehe es zum Großteil. Ich verstehe das Prinzip. Ich muss jetzt erstmal das Ganze lernen und das sind 6 Seiten, die ich lernen muss. Und wenn ich das drauf habe, dann werde ich mal mit so richtigen Wörtern und Grammatik und Sätze bilden und sowas anfangen. Und eine kleine ist hinten am Durchdrehen.